San Francisco. Zentrum der Mimikforschung. Hier lebt ihr Star. Seit 9/11 trainieren die US-Sicherheitsdienste nach seinen Methoden. Sein Wissen inspiriert FBI und CIA. Paul Ekman. Ein Mensch, der jede Lüge entlarven kann, indem er in Gesichtern liest. Meine Kinder und meine Frau lasse ich in dem Glauben, dass ich nicht merke, wenn sie mich anlügen. So fühlen sie sich besser. Aber natürlich bemerke ich sehr genau, wenn sie nicht die Wahrheit sagen. Ich versuche dann herauszufinden, warum sie glauben, lügen zu müssen. Und wie ich die Dinge in Zukunft so gestalten kann, sodass sie nicht in die Versuchung geraten, mich anzulügen. Was steckt hinter dem Geheimnis der Mimik? Besitzt jeder die Fähigkeit, andere zu durchschauen? Was verraten unsere Gesichter? Spiegeln sich in der Mimik unsere wahren Gefühle? Das Zusammenspiel der Muskeln kann Tausende von Ausdrücken hervorbringen. Der Code der Emotionen wurde von dem Psychologen Paul Ekman entschlüsselt. Kann er wirklich jede Unwahrheit entlarven? I did not have sexual relations with that woman. Ekmans Vision ist es, potenzielle Attentäter noch vor einer Tat erkennen zu können. Kann sein Wissen die Welt sicherer machen? Wird es eines Tages möglich sein, bloße Absichten aus Gesichtern und Gedanken, aus Hirnmustern zu lesen? Paul Ekman gilt als begnadeter menschlicher Lügendetektor. Wie geht er selbst mit der Wahrheit um? Ist er immer aufrichtig? Vor ein paar Jahren wartete ich auf das Ergebnis einer Krebsuntersuchung. Meine Frau fragte, was los sei, und ich sagte, nichts, mach dir keine Sorgen. Das war eine ernsthafte Lüge, aber ich fand sie gerechtfertigt. Ich habe Ekmans goldene Regel. Stellen Sie sich vor, wie Sie sich fühlen würden, wenn Sie herausfinden, dass Sie belogen wurden. Würden Sie die Lüge verstehen? Das Schwierige daran ist, sich in die andere Person hineinzuversetzen und verantwortungsvoll zu überlegen, was das Richtige ist. Ekman begann sein Lebenswerk vor mehr als 40 Jahren. Damals wollte er die Theorie von Charles Darwin beweisen, dass Mimik eine universale Sprache ist. In Papua-Neuguinea erforschte er die Terra Incognita der Gesichter. Er entdeckte eine Art Basisrepertoire aus Emotionen wie Wut, Ekel, Angst oder Freude. Ekman bat seine Testpersonen, sich in starke emotionale Situationen zu versetzen. Trauer. Diesen Ausdruck kennt jeder. Wut. Kaum zu glauben, aber vor 40 Jahren gab es noch kein Werkzeug für das Lesen von Gesichtern. Viele Wissenschaftler sind daran gescheitert. Es hat 8 Jahre gedauert, das Facial Action Coding System, eine Art Atlas der menschlichen Mimik, zu entwickeln. Seit 1978 ist es der goldene Standard, den niemand je in Frage gestellt hat. Wir können damit jeden Gesichtsausdruck in seine Komponenten zerlegen. Ekman trainierte, jeden einzelnen der 43 Gesichtsmuskeln gezielt zu bewegen und jede nur denkbare Mimik zu erzeugen. Meine Mutter sagte immer, hör auf, all diese Grimassen zu schneiden, sie werden auf deinem Gesicht festfrieren. Leider hat sie nicht mehr erlebt, dass ich ein Vermögen damit machen konnte.
Eggmans Atlas der Gefühle zeigt mehr als 10.000 Mimiken und benennt die Action Units, die Aktionseinheiten der beteiligten Muskeln. Rund 3.000 Ausdrücke sind lesbar und ergeben einen emotionalen Sinn. Alle anderen sind bloße Grimassen. Ich will Ihnen zeigen, was der Mimik-Atlas uns gelehrt hat. Wenn ich Muskel 15 aktiviere, gehen die Mundwinkel nach unten. Wenn ich Muskel 17 benutze, ebenfalls. Auch Muskel 10 zieht die Mundwinkel runter. Ebenso Muskel 10 plus 17 oder 15 plus 17. Erzeugen all diese Bewegungen den gleichen emotionalen Ausdruck? Natürlich nicht. Nur von hängenden Mundwinkeln zu sprechen, ist unpräzise. Erst das Facial Action Coding System macht es möglich, jeden Ausdruck und jede Kombination von Muskelbewegungen genau zu dekodieren. Into each of its elements, and that's the fact score. Für Rainer Döhle sind Gesichter ein Buch mit 7 Siegeln. Als Autist kann er Mimiken nicht dechiffrieren und Gefühle auf Gesichtern nicht lesen. Autisten beschreiben Gesichter als verschwommene Flächen, ihre Zeichen als Sprache, die sie nicht beherrschen. Nonverbale Kommunikation ist für sie unmöglich. Unter Menschen zu sein, ist für Rainer Döhle eine Herausforderung. Es kann passieren, dass er selbst Freunde auf der Straße nicht erkennt. Er weiß nicht, wie die anderen fühlen und fühlt dabei trotzdem wie alle anderen. Das macht ihn einsam. Ich habe prinzipiell mit großen Menschen, Massen, Menschenmengen, sensorisch nicht große Probleme, aber ich fühle mich schon ein bisschen fremd, wie halt in einem fremden Volk, sage ich mal. Also man fühlt sich wie auf einem falschen Planeten gelandet sozusagen und muss erstmal entschlüsseln, was andere Menschen von einem wollen, wie andere Menschen funktionieren. Und deswegen hat man schon im sozialen Miteinander Probleme, mit Menschen umzugehen. Döhles Leidenschaft sind Daten. Sie geben ihm Orientierung. Der Dolmetscher ist mit einem IQ von 135 hochintelligent, kein Savant, der über eine Inselbegabung verfügt, aber ausgestattet mit einem phänomenalen Gedächtnis. Rainer Döhle kennt alle 10.000 Straßen von Berlin. Er weiß genau, wo sie liegen und woher sie ihre Namen haben. Auf seinen Streifzügen durch die Stadt fotografiert er die Schilder. Seine Wahrnehmung ist auf Fakten und weniger auf Menschen gerichtet. Ich muss immer genau wissen, wo ich bin. Und ich kann mich aber auch in fremden Städten immer sofort orientieren, weil ich die Stadtpläne sozusagen in meinem Kopf habe. Ich habe mein GPS-System sozusagen in meinem Gehirn gespeichert. Die Schauspielerin Muriel Baumeister bei Dreharbeiten im Filmstudio der Berliner Universität. Sie unterstützt die Psychologin Isabel Jobeck bei einem Programm, mit dem Autisten wie Rainer lernen sollen, Gesichter zu lesen. 13 unterschiedliche Emotionen hat Jobeck von 77 Schauspielern darstellen lassen, darunter die gemischten Gefühle, die unseren Alltag bestimmen. Wie sehen wir aus, wenn wir gerührt, frustriert, eifersüchtig oder voller Erwartung sind? Bitte? Jobeck legt Wert auf stark überzeichnete Züge, damit Autisten sich im Linienspiel der Mimik überhaupt zurechtfinden können. Autistische Menschen haben Schwierigkeiten, Gesichter zu erkennen. Zum einen die Identität zu erkennen. Das heißt im Zweifelsfall, wie bei Rainer zum Beispiel, teilweise sogar Schwierigkeiten, die eigene Mutter zu erkennen. Und auf der anderen Seite haben sie Schwierigkeiten, Emotionen in Gesichtern zu lesen. Vor allen Dingen subtile Emotionen. Ist das jetzt Angst? Ist das Verzweiflung? Ist das Langeweile? Das fällt ihnen relativ schwer. Die gefilmten Gesichter fließen in ein Trainingstool ein, mit dem Autisten die Deutung von Mimik am Computer üben können.
Was bedeutet das Zusammenziehen der Brauen? Woran erkennt man ein echtes Lächeln? Autisten achten nicht automatisch auf die Augen. Sich darauf zu konzentrieren, ist die erste Lektion in der Grammatik der Gefühle, die im wahren Leben für sie nicht leicht zu meistern ist. Mit dem neuen Programm lernen Autisten auch anhand kurzer Szenen ihre Mitmenschen besser einzuschätzen. Welche Reaktion ist zu erwarten, wenn ein Bekannter im Lotto gewonnen hat? Freude? Neid? Ärger? Für Rainer Döhle eine Herausforderung. Echt traurig, dass du es nötig hast. Paul Kelly hingegen hat den siebten Sinn für das, was andere fühlen und denken. Er ist ein Truth Wizard, einer jener höchst seltenen Naturtalente, die auf Anhieb erkennen, ob ein Mensch lügt oder die Wahrheit sagt. Das machte ihn zum gefragten Verhörspezialisten und Agenten im Secret Service. Als Soldat in Vietnam schulte er sein Gespür für Gefahren. Dann avancierte er mit seiner unfehlbaren Intuition zum Personen. Incident that occurred in 1979. 1979 gab es einen Zwischenfall bei einem Besuch von Deng Xiaoping, als uns jemand in der Menge auffiel. Nur am Gesicht erkannte ich, dass diese Person nichts Gutes im Schilde führt. Er löste sich aus der Menge und griff in seinen Mantel. Ganz sicher nicht, um nach einem Autogramm zu fragen. Wir vermuten immer sofort Waffe. So arbeiten wir. You know, that's the way we're working. So I put myself between him. Wie im Reflex stellte ich mich zwischen den Mann und Deng Xiaoping. Und die Sache endete so, dass ich den Verdächtigen ins Gesicht schlug. Ja, man kann Menschen vom Gesicht ablesen, dass sie in irgendeiner Form an Gewalt denken. That he had violence in some form on his mind. Der Verdächtige war ein US-Fundamentalist, der in den Chinesen die rote Gefahr witterte und ihre Repräsentanten mit Farbe besprühen wollte. 15.000 Menschen hat Ekman untersucht. Nur 50 davon sind wie Paul Kelly und er selbst, treffen also immer ins Schwarze. Was nehmen sie wahr, was anderen entgeht? Im Personenschutz, ganz egal, ob es sich um den Präsidenten handelt, um den Premierminister, den Kanzler, den Papst, in größeren Menschenansammlungen halten wir Ausschau nach Abweichungen vom normalen Verhalten, nach etwas, das sich von der Masse abhebt. Heute bildet Paul Kelly nach der Methode von Paul Ekman Sicherheitskräfte aus. Er spricht fließend Mandarin und hat US-Politiker auf vielen Reisen nach Asien begleitet. Sein siebter Sinn funktioniert rund um den Globus und er vertraut hundertprozentig darauf. Als Mimik-Experte sieht er gerade auch das, was andere verbergen möchten. Chinesen halten sich die Hand vor den Mund, wenn sie ihr Lachen als unangemessen empfinden. Sie versuchen, ihre Gefühle höflich zu verbergen. Bei allen Menschen gibt es maskierte Signale, die nur Virtuosen wie Kelly intuitiv erkennen. Was genau er wahrnimmt, darüber ist er sich erst seit seiner Zusammenarbeit mit Paul Ekman im Klaren. Ist der Code der Mimik wirklich universal? Versteht jeder auf Anhieb die tausend Arten des asiatischen Lächelns? Ist uns das Alphabet der Emotionen in die Wiege gelegt? Die Ethnologin Birgit Röttger-Rössler betreibt seit vielen Jahren Feldforschung rund um den Globus. Bereits als Studentin begann sie, die Sprache der Emotionen zu erforschen. Sie ist überzeugt, dass dem Menschen nur wenige Ausdrucksmuster angeboren sind. Angst, Ekel, Neugier, Wohlbehagen, Stress, das ist überlebenswichtig. Das ganze Konzert der Gefühle aber müssen wir erst erlernen, abhängig von der Kultur, in der wir leben. Röttger-Rössler ist Expertin für die vielen Arten des asiatischen Lächelns. Noch lange nicht jedes ist als Lächeln gemeint.
Typisch ist ein Moment der unterdrückten Wut, die sich in einem Lächeln verbergen kann. Eine Mimik, auf die westliche Geschäftsleute gerne hereinfallen. Woran aber erkennt man echte Freude? Das Geheimnis sind die Augen. Sie lachen mit, weil die Ringmuskeln beteiligt sind, einer der wenigen Mimiken, die wir nicht willentlich unterdrücken können. Ekmans Erben führen fort, was der Pionier der Mimikforschung vor 40 Jahren begonnen hat. Mit Expeditionen zu entlegenen Völkern der Erde. Bei den Minangkabau spielt schamhaftes Verhalten eine große Rolle. Selbst wenn es Geschenke gibt. In Indonesien ist Scham ein Zeichen für Bescheidenheit und Respekt. Bei uns gilt es als Eingeständnis von Fehlern und Versagen. Verhält sich ein Kind nicht schamhaft, so wird es von allen anderen beschämt und ausgelacht, bis es buchstäblich im Boden versinkt. Scham als Tugend orientiert die Menschen natürlich ganz enorm auf die soziale Gemeinschaft hin, auf das sich einpassen und einfügen in die Regeln und in die Strukturen der Gemeinschaft, der man angehört. Und das steht sozusagen diametral unserem Modell des starken Individuums, das sich notfalls auch mit Ellbogen und über die Gefühle und über die Regeln der anderen hinweg seinen Platz erkämpft und erobert und behauptet. Menschen, die eben diese Scham nicht zeigen oder die auch lustig gegen verschiedene Konventionen verstoßen, ohne das kleinste Schamdisplay an den Tag zu legen, gelten einfach als, ja, eigentlich als Psychopathen, also als nicht ganz gesund. In einem Hirtenvolk auf Madagaskar hat Gabriel Scheidecker Mimiken entdeckt, deren Code in unserer europäischen Kultur kaum jemand entschlüsseln kann. Die Wissenschaftler rätseln, was bedeutet dieser Kussmund? Ist es doch ein Schmollmund? Es ist ein subtiles Zeichen von Wut. Eine Emotion, die der Stamm der Bara in allen möglichen Nuancen ausdrücken kann. Aggression offen zu zeigen und seinem Ärger Luft zu machen, sorgt bei den Bara für Ausgeglichenheit und macht robust. Schon Kleinstkinder, die gerade stehen können, also noch nicht mal richtig sicher auf den Beinen sind, werden in so kleine Kämpfe verwickelt und werden voreinander aufgestellt und sollen sich irgendwie aggressiv angehen oder ein bisschen boxen und wissen eigentlich natürlich gar nicht, was sie machen sollen. Und wenn sie so ein bisschen eine Gestik zeigen oder etwas, was sich interpretieren ließe als eine kleine Kampfhandlung, dann wird das bejubelt und dadurch natürlich positiv verstärkt. Die Babys der Bara zeigen ein noch unglaublicheres Mimikphänomen. Sie lächeln im ersten Lebensjahr nicht und lernen es erst später im Spiel mit älteren Geschwistern. Ganz anders als bei uns vermeiden die Mütter den direkten Blickkontakt und belohnen nicht jeden Fortschritt mit einem Lächeln. Leistung ist für die Kleinen egal. Und viel Hautkontakt sorgt für Zufriedenheit. Das erste Lächeln ist für Väter und Mütter in unserer westlichen Kultur ein Glücksmoment. Wie und wann aber lernen Kinder das Einmaleins der Mimik ganz gezielt einzusetzen? Um diesem Rätsel auf die Spur zu kommen, hat der Psychologe Manfred Holodinski über Jahre beobachtet, wie Kinder sich in Bezug auf ihren emotionalen Ausdruck entwickeln. Mit dem Eintritt in die Schule beginnen sie, ihre Mimik ganz gezielt als Appell zu nutzen, Gefühle zu verbergen oder zu überspielen. Also uns werden einzelne mimische Bausteine in die Wiege gelegt, also wie so Lächeln oder dieses Weingesicht.
Und die sind dann auch mit emotionalen Zuständen verbunden. Aber das feine Justieren auf die Situation, auf den Gesprächspartner und das Abstimmen auf die Reaktion des Gesprächspartners, also dieses Feintuning der Mimik, das ist etwas, was in den sozialen Interaktionen mit Bezugspersonen, anderen Menschen gelernt wird. Mit Lou und ihrem Bruder Max machen wir die Probe aufs Exempel. Wird es den beiden gelingen, in ihren Gesichtern Freude vorzutäuschen, wenn sie sie gar nicht empfinden? Zwei Spielzeugautos und eine Kartoffel. Der vierjährige Max weiß nicht, in welcher Schachtel ein Auto und in welcher eine Kartoffel versteckt ist. Seine Aufgabe, er soll jedes Mal so tun, als würde er sich über das Geschenk freuen. Auch über den Erdapfel. Max versucht es, allerdings nicht gerade überzeugend. Er ist noch zu klein, um die Kunst des Täuschens zu beherrschen. Wenn Kinder ein Geschenk bekommen, was ihnen nicht gefällt, dann drücken sie ja ihre Enttäuschung sofort und unmittelbar aus. Und da sind ja dann Eltern oft, dass die dann sagen, das war vielleicht doch schön. Also versuchen das Kind dahin zu orientieren, dass es doch eine positive Absicht des Schenkenden ist und dass man darauf reagieren soll und dann also sich Danke sagen soll und dann auch das freudig entgegennehmen soll. Das ist aber eine schwere Lernaufgabe, weil Kinder ja dann ihre eigene Enttäuschung ja kontrollieren müssen. Zwei Engel und eine Kartoffel. Lou ist 8 Jahre alt und geht zur Schule. Sie hat bereits gelernt, dass sie mit der richtigen Miene eine ganze Menge erreichen kann. Freude vorzutäuschen ist für sie ein Kinderspiel. Bevor Kinder ihre Emotionen verbergen und somit kontrolliert einsetzen können, müssen sie sie erst einmal trainieren. Das Gesicht der Mutter wird zum Spiegel. So lernen Kinder, sich in andere hineinzuversetzen und den Code der Mimik unbewusst zu deuten. Paul Kelly, dem menschlichen Lügendetektor, bleibt nichts verborgen. Mit seinem 7. Sinn registriert er auch maskierte Gefühle. Sherlock Holmes sagte, ich habe trainiert, das, was ich sehe, auch wahrzunehmen. Das nennen wir aktive Observierung. Etwas nicht nur anzuschauen, sondern es wirklich zu sehen. Etwas zu beobachten und zu verarbeiten. Die fast übersinnlichen Fähigkeiten von Mimik-Virtuosen wie Kelly inspirierten den Meister der Mimik. Paul Ekman wollte sehen, was sie sehen, um Lügen dechiffrieren zu können. Die Virtuosen der Betrugsaufdeckung, wenn sie so wollen, die Mozarts der Lügenerkennung, sind ausgesprochen talentiert. Und sie beschreiten Wege, die wir nicht kennen. Aber sie zaubern natürlich nicht. Wenn man Videos mit ihnen anschaut, bemerken sie Dinge, die wir zwar untersucht haben. Wir wissen nur nicht, wie sie das aus sich selbst heraus gelernt haben. Im Team mit den seltenen Naturtalenten hat Ekman gefilmte Gesichter immer wieder in Superzeitlupe vor- und zurückgespult. Dabei machte er die Entdeckung seines Lebens. Minimale Muskelbewegungen, die für den Bruchteil einer Sekunde in unseren Gesichtern aufblitzen und maskierte Emotionen offenbaren. Ihre Wahrnehmung erfordert höchste Konzentration. In Echtzeit zu schnell. Sobald man trainiert hat, sie blitzschnell zu erkennen, sieht man sie jeden Tag. Mikroausdrücke, hier verlangsamt, entziehen sich der Kontrolle des Willens. Es sind undichte Stellen, durch die unsere wahren Gefühle hindurchsickern.
laut Ekman, ein sicheres Indiz dafür, dass eine Person etwas zu verbergen hat. Mit etwas Übung kann jeder verdeckte Gefühle wahrnehmen. So das Versprechen von Ekman, den die Entdeckung der Mikromimik reich gemacht hat. War das jetzt gerade ein Anflug von Freude? Ein Moment des Ekels. Ist das Angst in den Augen? Und dieses Wut? Als Paradebeispiel für eine ganz offensichtliche Lüge führt der Psychologe Bill Clinton an. But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false. And I need to go back to work for the American people. Thank you. Es sind nicht nur Mikroausdrücke, die Verdacht erregen. Mimik, Stimme, Aussage und Körpersprache passen nicht zusammen. Bill Clinton ist ein sehr interessanter Mann. Als ich ihn das erste Mal sah, sagte ich zu meiner Frau, das ist ein Kerl, der in Flagranti erwischt und trotz allem von uns geliebt werden will. Blödsinn, meinte meine Frau. Aber genau das stellte sich als sein wunder Punkt, als seine Achillesferse heraus. Purer Zufall, dass ich das vorausgesagt habe. Er war ein furchtbar schlechter Lügner. Ein sehr smarter Mann, aber er wurde immer wieder entlarvt. Ich denke, er wollte ertappt werden, den Hintern versohlt bekommen und trotzdem von uns geliebt werden. Der Politiker Uwe Barschel bespitzelte 1987 seinen größten Rivalen. Sein Ehrenwort machte Schlagzeilen als Jahrhundertlüge. Über diese Ihnen gleich vorzulegenden eidesstattlichen Versicherungen hinaus gebe ich Ihnen, gebe ich den Bürgerinnen und Bürgern des Landes Schleswig-Holsteins und der gesamten deutschen Öffentlichkeit mein Ehrenwort. Ich wiederhole, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe haltlos sind. In der Politik gibt es viele Täuschungsmanöver, aber schlichte, direkte Lügen wohl eher weniger. Henry Kissinger schrieb in seinen Memoiren, es werde unter Diplomaten akzeptiert, nicht mit offenen Karten zu spielen. Verschleierung werde gebilligt. Aber bewusste Täuschung, also einem anderen Politiker wissentlich falsche Informationen zukommen zu lassen, bedeutet den Todesstoß. Ex-Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg stand in der Beliebtheitsskala deutscher Politiker ganz oben. Auch noch, als bekannt wurde, dass seine Doktorarbeit in weiten Teilen ein Plagiat sein könnte. Seine Anhänger wollten an ihn glauben. Doch seine Mimik konnte kaum verbergen, dass irgendetwas nicht stimmt. Für diese Stellungnahme bedurfte es keiner Aufforderung und sie gab es auch nicht. Meine von mir verfasste Dissertation ist kein Plagiat und den Vorwurf weise ich mit allem Nachdruck von mir. Sie ist über etwa 7 Jahre neben meiner Berufs- und Abgeordnetentätigkeit als junger Familienvater in mühevollster Kleinarbeit entstanden und sie enthält fraglos Fehler. Und über jeden einzelnen dieser Fehler bin ich selbst am unglücklichsten. Es wurde allerdings zu keinem Zeitpunkt bewusst getäuscht oder bewusst die Urheberschaft nicht kenntlich gemacht. Lügen funktionieren deshalb so gut, weil man die Wahrheit nicht unbedingt kennen will. Wollen Sie wissen, ob Ihr Kind Drogen nimmt? Wollen Sie wissen, ob die Person, die Sie für einen Job vorgeschlagen haben, schon einmal Geld veruntreut hat?
Wollen Sie wissen, ob Ihr Ehepartner Sie betrügt? Ja und nein. Das sind alles schreckliche Dinge. Und die meisten von uns möchten davon lieber nichts wissen. Autisten sind schlechte Lügner und können Lügen kaum entschlüsseln. Rainer Döhle findet sich in Städten zurecht, nicht aber auf der Landkarte der Gesichter. Deshalb fällt es ihm schwer, sich vorzustellen, was andere denken und fühlen. Um zu täuschen, fehlen ihm die Voraussetzungen. Für den Dolmetscher mit dem Supergedächtnis ist die Sprache der Emotionen ein ewiges Rätsel. Dabei hat er die gleichen Gefühle wie jeder andere Mensch. Rainer Döhle hatte eine Freundin, die er im Internet kennenlernte. Die Beziehung zerbrach, weil er mit dem Code der Liebe überfordert war. Vielleicht kann der Atlas der Mimik ihm helfen, Gesichter zu lesen und so die Gefühle anderer besser zu interpretieren. Ich nehme wahrscheinlich Gesichter auch eher als Objekte wahr und weniger als der Mensch, der dahinter steckt, schätze ich mal. An Menschen interessiert mich vor allen Dingen, was sie an Wissen mir vermitteln können und ich auch umgekehrt vermitteln kann. Das heißt, der Austausch über Sachinformationen steht immer im Vordergrund. Weniger der Austausch über persönliche Informationen, über Befindlichkeiten, über Smalltalk. Zurück im Filmstudio der Berliner Universität. Theaterstar Samuel Finzi zaubert eine Mimik nach der anderen in sein Gesicht, damit Autisten später trainieren können, sie zu entschlüsseln. In der Krimireihe Fleming spielt Finzi einen Psychologen, der jedes Gefühl und jede Lüge durchschauen kann und der das ABC des Flirtens perfekt beherrscht. Der Funke scheint auch auf die Psychologin überzuspringen. Flirten ist etwas, was autistischen Menschen ganz, ganz schwer fällt. Das hat ja ganz viel mit subtiler Mimik zu tun, mit Subtext. Man muss hören, was jemand eigentlich meint, wenn er bestimmte Sachen sagt. Weil in den seltensten Fällen sagen wir ja explizit das, was wir eigentlich meinen. Und das alles ist im Flirten natürlich ein ganz großes Ding. Gerade wenn man sich nicht kennt und das Gegenüber eigentlich nur über Körpersprache und Mimik versucht zu entschlüsseln, ist das was Autisten Schwierigkeiten bereitet. Rainer Döhle interessiert sich für das Wissen, das andere Menschen für ihn verschlossen in ihren Köpfen gespeichert haben. Um an all diese Informationen zu kommen, benötigt er die nonverbale Sprache der Gefühle. Die erste Aufgabe, das Gesichterpuzzle. Die Autisten müssen die Emotion, die zu den Augen passt, aus unterschiedlichen Ausdrücken der Mundpartie herausfinden und das Gesicht richtig zusammensetzen. Signalisieren die Lippen Verachtung, Spott, Trauer? Was wir intuitiv erfassen, wird zum Problem, sobald wir beginnen, darüber nachzudenken. Selbst Menschen mit normaler Wahrnehmung tippen anfangs oft daneben. Für Autisten ist es anstrengend, sich in der verschwommenen Fläche der Gesichter auf die Augen zu konzentrieren. Welcher Blick passt zu diesem Mund? Lachen die Augen mit? Ziel ist es, durch das Training im Gehirn der Autisten jene neuronalen Netzwerke anzuregen und neu zu strukturieren, die bei der Erkennung von Gesichtern eine Rolle spielen. Blickanalysen machen deutlich, wohin Autisten schauen. Das zeigen die bunten Flächen auf den Gesichtern. Im Vergleich zur normalen Wahrnehmung fehlt den Autisten, rechts im Bild, der starke Fokus auf die Augen. Die Forscher haben auch das Gehirn der Autisten durchleuchtet. Das Resultat? Eine Fehlfunktion in der Instanz, die für das Erkennen von Gesichtern zuständig ist. Vielleicht lässt sich die durch das Videotraining normalisieren. Der Blick ins Gehirn eröffnet auch eine neue Dimension zur Überführung von Verbrechern. Diese Bilder einer Überwachungskamera zeigen die Attentäter, die am 7. Juli 2005 die Bombenanschläge in der Londoner U-Bahn verübten.
Die Kameras leisten ihren Beitrag zur nachträglichen Rekonstruktion von Verbrechen. Verhindern können sie sie nicht. Die Angst vor Terroranschlägen hat eine Diskussion über neue Überwachungstechniken entfacht. Amerikanische Sicherheitsbeamte werden nach der Methode Eggman geschult, ohne großen Erfolg. Forscher arbeiten daran, dass Überwachungskameras auffällige Verhaltensmuster automatisch erkennen können. Doch es gibt Kritiker, die fürchten, dass damit zu viele unschuldige Menschen unter Verdacht geraten. Und Wissenschaftler, die noch einen Schritt weiter denken. Der Berliner Neurowissenschaftler John Dylan Haynes möchte Gedanken lesen, um dunkle Absichten zu entlarven. Er arbeitet an einem Lügendetektor, der unfehlbar und unabhängig von subjektiven Einschätzungen sein soll. Haynes will Verdächtigen direkt ins Gehirn schauen. Der persönliche Hintergrund zur Tatortwiedererkennung ist, dass ich zur Zeit der Bombenattentate in London war und mich dann gefragt habe, ob man möglicherweise aus der Hirnaktivität einer Person erkennen könnte, ob jemand zum Beispiel in einem Terroristentrainingscamp gewesen ist. Und das Gehirn einer Person, die in so einem Camp gewesen ist, würde natürlich bestimmte Dinge, ganz charakteristische Dinge, wiedererkennen, die es dort vor Ort gesehen hat. Hinterlassen Orte, an denen wir einmal waren, neuronale Spiegelbilder, die sich ein Leben lang wieder abrufen lassen? Haynes Team trainiert das mit einer Art Videospiel. Dabei müssen sich die Testpersonen auf eine Entdeckungsreise durch virtuelle Häuser und Räume begeben und sich einprägen, was sie dabei sehen. Die Methode könnte eines Tages dazu beitragen, Mörder, Einbrecher oder Attentäter zu überführen, indem man sie mit Bildern von Tatorten konfrontiert und dabei die neuronalen Reaktionen misst. Ein Lügendetektortest wie im Science-Fiction-Film. Gibt es, wenn man erkennen möchte, ob jemand die Wahrheit sagt oder lügt, gibt es zum einen die Möglichkeit, die Person zu fragen und zu sagen, warst du zum Beispiel am Tatort, hast du die Waffe benutzt und so weiter und so fort. Man kann aber auch einfach direkt im Gehirn nachschauen, ob man eine Spur der Wiedererkennung sieht. Das heißt, wenn ein Gehirn etwas sieht, was es schon mal gesehen hat, was es wiedererkennt, was es vor allen Dingen für eine Tat benutzt hat, dann gibt es da bestimmte Kennzeichen, Signaturen im Gehirn. Nach dem Videotraining wird das Gehirn der Testpersonen durchleuchtet. Über einen Monitor in der Röhre zeigen die Wissenschaftler ihnen Filmclips von Bekannten und messen die Hirnaktivität. Statt im Gehirn nach Anzeichen einer bewussten Lüge zu suchen, beschäftigt sich das Team mit konkreten Feldern wie der Tatortwiedererkennung, die nicht willentlich beeinflusst werden kann. Das Lesen der Gedanken aus den Daten ist hochkomplex. Erst einmal müssen die Forscher herausfinden, wie die Hirnaktivität aussieht, wenn eine Person einen Ort schon einmal gesehen hat. Und der Computer muss sozusagen trainieren, diese Muster zu erkennen. Der neuronale Lügendetektor funktioniert. Wenn eine Person einen Ort kennt, leuchten jene Zentren im Gehirn auf, in denen Ziele und Absichten gespeichert sind. Leugnen ist zwecklos. Das Gehirn errötet sozusagen. Es wäre natürlich toll, wenn wir am Flughafen erkennen könnten, ob jemand vorhat, das Flugzeug in die Luft zu jagen. Also wenn es einen ganz schnellen Screening-Test dafür gäbe. Aber ich glaube nicht, dass wir das in den nächsten Jahren so schnell sehen werden können. Und zwar, weil natürlich die möglichen bösen, finsteren Absichten, die eine Person haben kann, natürlich ganz vielfältig sind. Allein um herauszufinden, ob ein potenzieller Attentäter schon einmal in einem Terrorcamp war, müsste man zumindest konkrete Bilder davon besitzen. Und was, wenn die verdächtigen Gedanken keine Absicht, sondern lediglich Gewaltfantasien sind? Ein alltagstauglicher Hirnscanner von bösen Absichten wird wohl Science-Fiction bleiben.
Und dennoch ist es wichtig, Absichten von Übeltätern erkennen zu können. Eggman sucht Wege, Mörder noch vor der Tat an der Mimik erkennen zu können. I started the work on trying to identify persons of interest. Der Secret Service übergab mir Aufnahmen von mehr als 110 Selbstmordanschlägen. Und ich begann mit der Entwicklung einer Methode zur Identifikation möglicher Täter. In einigen Fällen konnte ich die Attentäter sehen, kurz bevor sie zuschlugen. Das brachte mich auf die ersten Ideen. Ich habe auch Sicherheitsleute befragt, die potenzielle Verbrecher unmittelbar vor der Tat entlarvt haben. Wir mussten also nicht bei Null anfangen. Es begann mit dem Film über die Selbstmordanschläge und mit den Leuten, die entscheidende Dinge sehen, bevor jemand Unheil anrichten kann. Sinnbild des Bösen. Osama Bin Laden. Nach seinem Tod hat das Grauen neue Gesichter angenommen. Rechtzeitig erkannt haben wir sie nicht. Was können wir wirklich allein aus der Mimik lesen? Wenn wir Mikroausdrücke von Wut, Empörung oder Verachtung sehen, sagt das noch nichts darüber aus, warum es dazu gekommen ist. Am Flughafen gibt es viele Leute, die niedergeschlagen, gestresst oder wütend sind und den Sicherheitsleuten, warum auch immer, mit Empörung und Verachtung begegnen. Mikroausdrücke sind nur ein Indiz, den man nachspüren sollte, sagen aber nicht, warum die Leute sich so verhalten. Der Autist Rainer Döhle fühlt sich unter Menschen noch immer wie auf einem anderen Stern. Aber es gelingt ihm immer besser, Gesichter zu erkennen und die Emotionen der Menschen zu verstehen. Döhle ist ein wandelndes Lexikon und hat sein Wissen in zahllosen Wikipedia-Artikeln niedergeschrieben über Städte, Kulturen und Geschichte. Er orientiert sich an Fakten, auf seinen Entdeckungsreisen im Internet und in Bibliotheken. Das Dechiffrieren der Gesichter kann er trotz Mimikatlas nur schwer erlernen. Die Gabe, mit der wir Emotionen erfassen, ist ein Wunder, das wir Intuition nennen. Doch die Gedanken, die sich dahinter verbergen, bleiben ein Rätsel. Wir sind noch weit davon entfernt, in unserem Gegenüber wie in einem offenen Buch lesen zu können. Und es wäre wohl ein Albtraum, wenn jeder jeden durchschauen könnte.